may think you see who I really am, but you never know me. Every day it's as if I play a part. I am now in a world where I have to hide my heart and what I believed in, but somehow I will show the world what's inside my heart and be loved for who I am. Sensationell! Wunderschön, vielen Dank, oh, oh, liebe Tänzerin. Und vielen Dank an das Skelett. Krass, echt. Was für ein toller Auftritt. Und ich sehe unserem Rateteam an, dass es ihm sehr gefallen hat. Ja. Und da ist ein wenig Rührung zu erkennen. Das Schlimme ist ja, dass man das eigentlich schon so erwartet vom Skelett, weil die einfach die letzten Wochen auch schon immer so geil gesungen hat. Ja. Aber das war gerade, also das ist Woche für Woche eh fantastisch, aber das war gerade nochmal der absolute Wahnsinn. Also gesanglich war das brutal, ja, wirklich unfassbar. Es war nicht nur gesanglich brutal, sondern es kam auch tatsächlich, ich gucke immer sehr gerne The Voice und die sagen immer, es hat mich berührt und ich hab's, es ist aber wirklich so, es hat mich berührt und es ist halt, diese Emotion ist einfach angekommen. Also für mich ist, egal wer du bist absolut Champions League. Und ich will, also wir haben ja eh einen Deal, ich als Engel, du als Skelett, wir wählen was, egal wer du bist. Das ist, Lass dich nirgendwo reinquatschen. Doch, sie hat mir schon versprochen. Also oder sie oder er. Wann trefft ihr euch? Nein, so. Nicht der Onkel mit. So hat sie das gesagt. Also ich glaube... Habt ihr das Indiz erkannt? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das Indiz, was da hängt? Da hängt oder was, ja. Ja, sehr gut, Bülent. Hat mich das Skelett nämlich so mitgenommen. Aber ist das eine Kette oder was ist das? Ich weiß, ich kann nicht so richtig erkennen, was da dran hängt. Aber was ist das für eine Kette? Ich sehe das von... Das ist eine Knochenkette. Ach. Eine Herzknochenkette. Ein Herz aus Knochen. Aus Knochen. Mann, dieses Knochenkette. Oh, oh, das passt ja gar nicht zum Skelett. Nee, ne? Nee. Das Lied hatte ja wieder was Königliches und da kommt wieder Mendy Capristo ins Spiel. Aber auch Sarah Lombardi. Ich bin zwischen den beiden. Ja, ich kriege hier die ganze Zeit auch ein paar Nachrichten. 100% Lombardi, 100% Lombardi. Und es hört sich tatsächlich so an. Also ich habe da auch reingehört. Dennoch bin ich, glaube ich, dass, wie gesagt, ich halte mich einfach daran fest, mit diesem Mikro in der anderen Hand kann, also so ja. oder so, mir ist es auch total wurscht, wer da drunter ist. Es macht einfach so wahnsinnig viel Spaß, dir zuzuhören und immer wieder mitgenommen zu werden auf eine ganz tolle Reise. Ich habe da jetzt mal genau hingeguckt auch nochmal ganz kurz, weil du das mit dem Mikro so oft erwähnt hast. Ja. Und du bist wirklich gerührt, das ist schön. Ja, bin ich. Ja, ist toll. Ich war auch, also war echt, es war eine tolle Performance. Und ich glaube ja, dass das Mikro, dass sie nicht über dieses Mikro singt, sondern dass sie über ein Headset singt, das hier angebracht ist oder hier. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass das, weil sie hat das teilweise schon auch so gehalten, dass es nicht so, also ich dachte, das wäre dann, würde dann wieder gegen Marie. Wir werden das alles herausbekommen. Und das Tolle ist, noch heute Abend, wo das Mikro sitzt und ob es das nicht wirklich sogar ist. Denn alle Masken werden heute fallen. Auch die Maske vom Skelett. Allerdings wann, das ist die große Frage. Ja. Vielen Dank, liebes Skelett. Wunderschön. Das war ein toller Halbfinalsong von dir. Und du kannst ja alles tragen. Hose, Rock, das ist Wahnsinn.